die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern, uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Gehen wir. Und ein herzliches Willkommen hier zurück bei IronTalkt Assassin's Creed 3. So, da sind wir jetzt auf dem Weg in die Höhle, was wir in der Vision gesehen hatten, ja, die sie uns gezeigt haben. Und ja, schade, dass Lucy leider tot ist. Und jetzt wissen wir, dass der alte Mann hier vor uns Desmonds Vater ist. Ja. Und wie man sieht, waren ja schon einige haben rumgekritzelt.
Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. So, da sind wir. Laufen immer tiefer hinein in die Höhlen. Ach Mist, ich dachte, wir können hier hochklettern. Schade. Ja, geht wohl doch nicht so. Okay, dann doch hier nach unten. Die sind alle so wortkarg da, alle. Ich glaube, wir sind da. Ich habe mein Licht verloren, Desmond. Naja, kann passieren. Aha, guck mal hier, leuchtet alles. Was ist das denn? Achso, na gut, so eine Art wie so Glasgestein, ha? Huh? Okay. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir? Ah, das schon wieder. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sickereffekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach, geh zu der Markierung da drüben. Okay. Okay, Desmond, jetzt kletter mal auf diese Objekte. Ja klar, werden wir machen. Oh, sieht schon mal besser aus, hä, das Klettern. Okay.
durch diesen kleinen Hindernisparcours. Jo, werden wir machen. So, sehr schön. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Okay. Hä? Oh, falsch gemacht? Wie soll ich denn das jetzt machen? Nee! Okay, wartet mal. Halt! Das ist aber alles falsch. Wie soll ich denn da... ja. Nee. Ich komme da aber nicht hoch. Lucy, was hast du mir hier gegeben? Okay, jetzt ging's. Komisch. Okay. Ah, läuft alles. Wunderbar. So ist doch super. Und... okay. Geschafft, so wie es aussieht. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Na, ich sehe anders aus. Als wie gewohnt. Fortschritt ansehen. Ja, das wollen wir jetzt nicht. Ja, warte mal, bevor wir jetzt weiterlaufen. Und zwar, ist das eines der Teile, die ich echt grandios finde, ja. Weil es eigentlich sehr viel von der Story dann erzählt. Wir lassen einfach mal hier das bisschen zusammenbauen. Ja. Und es ist schon ganz schön cool gemacht, also muss ich ja zugeben. Und es wird sich doch so einiges hier auch an, ach du Scheiße, sozusagen, ja, so, man wird gebrainfickt fast, ja. Sir. Also ging es mir damals. Oh, wer ist das da? Ja, doch. Ich war nur in Gedanken, nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch, es wird sicher nicht lange dauern. Guck mal, Bond spricht. Das ist ja Mr. Bond. Als der etwas neuere Bond sozusagen. Mit E. Okay. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Okay. Adlerauge. Gentlemen, okay. Wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Ja, rennen können wir also hier nicht. Okay, macht nichts. Theater Royal. Okay. Naja, wenn du denkst, dass es etwas für dich wäre, bitte. Es ist nur zum Üben. Guten Abend, Sir. Hier entlang, bitte. Ah, wir haben auf jeden Fall das Pfundsymbol. Das heißt, englisches Geld. Wo lang? Da lang? Okay. Entschuldigung. Verzeih, bitte. Oh, das sagt er auch noch. Sehr schön. Danke schön fürs Platz machen.
Abend, Hethem. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Wen? Ach, da oben. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Blut. Zu spät für dich. Okay. Na gut. Entschuldigt vielmals. Entschuldigt. Oh, verzeiht bitte. Dass wir immer aufstehen wollen gleich. So. Darf ich jetzt mal loslegen? Dankeschön. Ja, also wie gesagt, das ist eines der Teile, die wirklich grandios sind. Ja. Und selbst das Klettern geht dir echt rasant, ja, von der Hand, kann man sagen. Ja. Da wird schon rumgescheckert. Ich mach kaum was und er läuft und klettert und klettert und läuft. Es ist nur grandios. Ja. Ja, der ist schon eingeschlafen. Okay. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Dass das keiner mitbekommt, dass ich hier oben bin, ja? Das ist echt grandios. Mit E. Okay, mit E öffnen. Nicht mit der Shift-Taste. Die Maus nach links. Oh, wartet. Ne, nochmal. Und jetzt wiederholt. Okay, Schlösser knacken. Auch was Neues dabei. Sehr schön. Das sind die Leute hinter der Bühne. Okay. Ich habe ein wenig Lampenfieber. Ha. Ein bisschen Alkohol für deine Wangen, Röten. Ah ja, Lampenfieber tut man mit Alkohol also bekämpfen. So. Jeremy hat heute einen wirklich guten Abend. Er ist ein Juwel. Okay. Danach. Gut. Hey, Sam. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Falls es hilft, es tut mir leid. Ja, mir auch. Was? Ich soll ihn töten!
Na, das wird doch hier gleich in Chaos enden, wie immer. Dann beeilen wir uns mal am besten etwas. Der Rand an der Bühnenseite! Schnell! Ruhe, bitte! Da drüben! Der hat den Mann vergessen! Der Mann dort! Ergreift ihn! Im oberen Rang getötet worden. Wow. Aber ich habe nichts getan, ich schwöre! Suchen und der Waffen? Verzeiht bitte, Madame. Nicht drängen, mit jemandem schwer. In einer Oper! Herrschaften, kein Unversorgung! Okay. Jetzt gehen wir etwas schnell. Also mit Leertaste gehen wir also an den Leuten vorbei. Nicht mehr mit Shift, ja, hier, sondern mit der Leertaste. Was cool. Diese Männer da drin. Ruhe, so bewahrt doch Ruhe. Nee, mir kommt keiner hinterher. Gehen wir aus dem Weg. Ich will meinen Hut wiederholen, so ungefähr. Hey. Hey, der hat mich weggeschubst. Wohin wollt ihr? Ja, genau. Wohin wollt ihr? Geht zur Seite. Ich suche hier entlang. Suchst du da unten? Verstanden. Wenn du jemanden findest, ruf mich. Wir verschwinden. Achso. Ich wollte gerade sagen, wir verschwinden in der Masse. Aber okay. Das geht wohl doch nicht so einfach. Na, das ging auch ruckzuck. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Okay. Sollen wir los, dann? Ja. Eckefleet und Bright. Wie ihr befehlt. Hm. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Oder gar nichts, das ist gut. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Charles Lee. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haytham, und gereicht uns zur Ehre. Okay. Ja, mal gucken. Wenn es vorbei ist, dann kann ich ja wieder quatschen. Aber im Moment jetzt nur alles Synchronität, alles voll, super. Sagt jetzt Rebecca noch was, oder? Na? Atlantischer Ozean, Tag 2. Ah, jetzt wird's schön. Hm.
Etwas frische Luft wird gut tun. Ja, apropos frische Luft. Wie gesagt, jetzt sind wir auf dem Weg nach Amerika. Gucken, wir können mit Leuten quatschen. Machen wir auch. Für einen Moment Zeit. Ah, noch ein London. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hocherfreut. Haytham Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja? Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Wie man's nimmt. So, der nächste, ein Arzt an Bord. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Ah, ja. Okay, dann gucken wir hier weiter. Was haben wir denn hier? Würfelspieler. Ein Spiel. Ja, jetzt nicht. Wir haben eh kein Geld. Was haben wir hier drüben? Mühlespiel. Okay. Ja, Mühle kann ich. Achso. Habe ich mit Omi früher gerne gespielt. Das war klar. Setzt da unten mir auf jeden Fall einen hin. Okay. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was ich mache, deswegen. Ich kann ja einfach da nicht richtig rücken. Dahin? Okay. So, jetzt darf er, glaube ich, nur noch einsetzen, oder? Ah, ne. Wir setzen den mal da in den letzten, so. Tun wir ein Mühlespiel spielen. Den bewege ich definitiv null. Was? Sind die zwei einzigsten, die ich bewegen darf? Ja, erstmal da nach oben. Jetzt schiebt er ihn da hoch. So. Nein, ich will den nicht bewegen. Oh, du Arschloch, du dumme Drecksau. Jetzt muss ich den echt...
Jetzt. Ja, genau. Schieben wir hin und her, ja. Jetzt schiebt den wieder hoch. Achtung. Hallo, du bist dran. Sag ich doch. Jetzt schiebt den wieder runter. Dann so, okay. Nee. Jetzt klemmt er mir den nächsten ein jeweils. Ah, oh, ich seh's doch schon. Komm, ey. Sag ich doch. Er klemmt mir den nächsten ein. Oh, das werde ich doch ganz grandios verlieren. Jetzt schiebt er ihn wieder hoch. Ein Gegner bietet eine Unentschieden an. Akzeptieren? Akzeptieren. Okay. Ein Unentschieden. Okay. Dann gucken wir, was auf dem Deck vor sich geht. Das wird jetzt auch hier eine längere Folge auf jeden Fall. Wer bist du? Warum kann ich dich... Achso, ich kann mit dir quatschen. Captain. Ach, dieser Kapitän. Mr. Okay. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Okay, also der Captain mag uns schon mal erstmal gar nicht mehr, ja, weil er Geld dadurch verloren hat durch uns. Super, Freunde machen wir uns. Gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Okay. Und doch seid ihr hier. Oh. Ihr seid ein wahrer Spaß, für was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das heißt, halt dich da raus! Halte E, um zu parieren. Was? Na los, Bruder! Händeln! Händeln! Ein Moment. Das machen wir nicht so. Optionen. Steuerung. Nee, nicht Controller, sondern Tastatur eigentlich. Steuerung anpassen, da. Sprache, nein, nein, nein. Parieren. Adlerauge. Da. Interagieren. Das ist natürlich, das ist blöd. So, rechte Maustaste. Modus auffällig, ja, nee. Machen wir das Standard zurück. Ja, bestätigen. Ah, rechte Maustaste. Wir müssen echt mit den E arbeiten.
Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Mach den Hampelmann fertig! Okay. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja. Etwa nicht. So. Reicht es jetzt? Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Oh, jetzt wird's ernst, ja? Um einen Gegner zu entwerfen, drücken Sie E und danach Leertaste. Okay. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumtollen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Okay. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Aha. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Oh. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Und eine neue Tastatur ansetzen. Okay. So, mit wem sollen wir reden? Mit denen über uns, mit dem Steuermann. Okay. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Okay. Ach ja, gut, meine Leute, meine Freunde. Dann machen wir Folgendes. Wir werden uns erstmal hier verabschieden. Wir fahren weiter und tun uns dann später um uns, um die Angelegenheit kümmern. Ja, also herauszufinden, wer die Meuterei plant. Wir wissen es ja schon teilweise, ja. Ich kann es mir schon denken, wer. Und naja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin euch erstmal noch einen schönen Abend und ja, alles Gute und erstmal ciao, ciao euch.